Februar 1994. In Mainz präsentiert die Staatsanwaltschaft einen unglaublichen Fall. Mütter, Väter, eine Großmutter, insgesamt 25 Erwachsene sollen sich an 16 Kindern vergangen haben. Man glaubt, Massenmissbrauch aufzudecken. Von einem Pornoring ist die Rede. Männer und Frauen aus 4 verschiedenen Familienverbänden sind angeklagt. Sie sollen die Kinder zum Teil gemeinsam geschlagen, erniedrigt und vergewaltigt haben. Es beginnt das größte Missbrauchsverfahren der deutschen Justizgeschichte. Fast 3 Jahre dauern die Prozesse. Er ist einer der Hauptangeklagten. Wir nennen ihn Jochen Bär. 14 Kinder soll er missbraucht haben, darunter seine 3 Stiefkinder, Neffen, Nichten und seine 6 Monate alte Tochter. Im November 1993 verhaftet die Polizei ihn und seine Frau. Die erste Nacht in Haft verbringt er auf der Wormser Polizeiwache. Ein paar Stunden später hat sich dann erwiesen, beziehungsweise ist dann gesagt worden, wir bleiben in U-Haft, weil der Verdacht ist da naheliegend, dass wir die Kinder missbraucht hätten. Nicht mehr misshandelt, sondern missbraucht jetzt noch. Noch ahnt Jochen Bär nicht, was vor ihm liegt. 2 Jahre und 7 Monate werden vergehen, bis er aus der Untersuchungshaft freikommt. Auch Steven Gebhardt gehörte zu den Angeklagten der Wormser Prozesse. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, Kopf eines Pornorings gewesen zu sein. Im Keller seiner Kneipe sollen Dutzende von Erwachsenen Kinder zu Sexorgien gezwungen haben. Die Videos davon soll Steven Gebhardt verkauft haben. Über 2 Jahre saß der Kneipenwirt hinter Gittern. 2 Familien streiten um ihre Kinder. Und auf einmal steht ein Vorwurf im Raum: Kindesmissbrauch. Es geht um den 7-jährigen Jens und die 5 Jahre alte Nina. Jochen Bär wird vom Ex-Mann seiner Frau beschuldigt, ihre Kinder zu schlagen und zu missbrauchen. Jochen Bär und seine Frau leben in einfachen Verhältnissen. Er arbeitet auf dem Bau, sie kümmert sich um ihre Tochter und steht kurz vor der Geburt des gemeinsamen Babys. Ihre ältesten Kinder, Nina und Jens, wohnen bei der Familie ihres Ex-Manns. Als die Mutter fordert, ihre Kinder öfter sehen zu dürfen, geraten die Familien vehement aneinander. Der Verdacht gegen Jochen Bär wird durch Befunde von 2 Ärzten untermauert. Auffällige Risse am Po von Nina. Das Wormser Jugendamt greift ein. Das Jugendamt verpflichtet die Eltern, ihre Kinder zum Kinderschutzdienst Wildwasser zu bringen. Man erhofft sich Aufklärung darüber, was die Kinder wirklich erlebt haben und wer als Täter in Frage kommt. Bei Wildwasser hat gerade eine neue Mitarbeiterin angefangen. Ute P. spricht mit den Kindern, fragt immer wieder nach. Sie will herausfinden, was mit den Kindern passiert ist. Die Beraterin lässt die Kinder mit anatomischen Puppen spielen. Puppen mit Körperöffnungen und Genitalien. Ute P. meint zu erkennen, dass die Kinder brutale, zweideutige Szenen spielen. Szenen, in denen Erwachsene sie missbrauchen. Die ehemalige Religionslehrerin spielt den Kindern Kassetten vor, mit denen sie über Sexualität aufgeklärt werden. Nach wiederholtem Befragen von Nina protokolliert sie. Nina bestätigte, dass Jochen seinen Schniedel in ihren Popo getan habe. Aus den Erzählungen schließt Ute P., dass ihr Bruder auch dabei gewesen sei. 5 Kinder aus 3 Wormser Familien befinden sich damals in der Obhut von Ute P. 3 von ihnen haben Ärzte bescheinigt, dass sie missbraucht sein könnten. Die Beraterin versucht, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Bald beginnen die Kinder, immer mehr Namen aufzuzählen. Namen aus den jeweils anderen Familien. Opas, Onkels, Tanten, Väter, Stiefväter in einem Atemzug. Mitglieder aus zum Teil verfeindeten Familien. Der 7-jährige Jens erstellt mit der Schreibmaschine Listen, auf denen er vermeintliche Kinderschänder und Opfer benennt. Seine Halbschwester beschuldigt sogar ihre Großmutter. Die Wildwassermitarbeiterin informiert die Behörden. In Mainz beginnen 2 junge Staatsanwältinnen mit den Ermittlungen. Sie sammeln hunderte von Kinderaussagen, sichten medizinische Befunde genommen. Gegen Jochen Bär wird wegen Kindesmissbrauchs ermittelt. Das Jugendamt hat ihm mittlerweile 4 Kinder entzogen. Die Polizei durchsucht die Wohnungen der vermeintlichen Täter.
Fotos, Videos, Akten werden beschlagnahmt. Doch Spuren oder gar Hinweise für den Missbrauch finden sie keine. Auch in der Wohnung von Jochen Beer bleibt die Suche erfolglos. Währenddessen ziehen die Verdächtigungen in Worms immer weitere Kreise. Als ein Kind von einer Kneipe mit Billard und Dartboards erzählt, kommt die Wildwassermitarbeiterin auf das Dartlokal Stevens Corner. Nach wiederholten Nachfragen bestätigen einige Kinder, das Lokal zu kennen. Ihre Erzählungen scheinen auf die Herstellung von Videos hinzudeuten. Die Staatsanwaltschaft ist alarmiert. Sie ermittelt, unterstützt durch die Wildwassermitarbeiterin. Und bald meint man, einem Pornoring auf der Spur zu sein. Hier sollen sich Dutzende von Erwachsenen an 6 Monate bis 9 Jahre alten Kindern vergangen haben. Die Polizei durchsucht noch am Tag der Verhaftung die Kneipe und das Haus von Steven Gebhardt. Weder bei ihm noch bei den anderen Verdächtigen tauchen Beweise auf. Sie finden keinen einzigen Kinderpornofilm, trotz 5000 D-Mark Belohnung. Grundlage für die Anklage der Staatsanwaltschaft sind zahlreiche medizinische Befunde von 2 Kinderärzten und Dutzende von Kinderaussagen. Über fast 2 Jahre zieht sich der Prozess. Einmal pro Woche wird verhandelt. Dann darf Steven Gebhardt für einen Tag seine Zelle verlassen, um vor Gericht zu erscheinen. Erstmalig in der deutschen Rechtsgeschichte werden Kinder nicht direkt im Saal als Zeugen vernommen, sondern in einem abgetrennten Raum. Live auf einem Bildschirm verfolgen die Angeklagten und Anwälte, wie der Richter die Kinder befragt. Auf diese Weise will man ihnen ersparen, auf ihre potenziellen Peiniger zu treffen. Doch die Kinder sagen nichts Neues aus. Einige verstricken sich in Widersprüche. Erst ein halbes Jahr nach Beginn der Prozesse wird ein medizinischer Gutachter hinzugerufen. Er überprüft die Befunde der 2 Kinderärzte und analysiert Fotos von den Verletzungen der Kinder. Die Diagnose Missbrauch kam vorschnell, wie er meint. Beweise für einen Missbrauch, zum Beispiel frische, tiefe Verletzungen an den Genitalien oder Spermaspuren, kann er auf den Fotos nicht erkennen. Professor Urban kritisiert die Diagnosen seiner Kollegen. Sie hätten andere Erklärungen für die Wunden und Narben der Kinder nicht berücksichtigt. Zum Beispiel harten Stuhlgang als Ursache für Risse am After. Auch er übt harte Kritik. Der Berliner Professor Max Steller, der Psychologe, wird als Sachverständiger in die Prozesse geholt und zeichnet nach, wie die Mitarbeiterin von Wildwasser, Betreuer, Ermittler und Psychologen die Kinderaussagen gewonnen haben. Sein Schluss: Keines der Kinder wurde missbraucht. Professor Steller ist überzeugt, viele Opfer sprechen das Thema Übergriffe von sich aus an und machen dann auch detaillierte Angaben. Nichts dergleichen gab es in dem Worpser Umfeld, bei den Kindern, die dort eine Rolle spielten. Nicht bei einem einzigen Kind, das muss man wirklich noch mal betonen, sondern es gab die Suchrichtung, sage ich dazu, die Erwartung dieser erwachsenen Person. Professor Steller weist nach, dass die Kinder beeinflusst wurden. Die Befrager hätten von Anfang an Missbrauch vermutet. Das hätten sie den Kindern unbewusst signalisiert. Und die redeten ihnen dann nach dem Mund. Wer sich damit nicht ausführlich beschäftigt hat, der kann vielleicht nicht so unmittelbar verstehen, dass Menschen, nicht nur Kinder, aber Kinder besonders, auch nach vielen, vielen Befragungen Dinge erzählen, die tatsächlich nicht stattgefunden haben, von denen sie dann aber langsam glauben, dass sie stattgefunden haben. Und denen sie also überzeugt sind, dass sie sie erlebt haben, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht getan haben, sondern nur bedeutsame, wichtige Erwachsene haben sie über Monate zu diesen Dingen befragt, sodass langsam in der Vorstellung entstanden ist, das muss so gewesen sein. Durch Professor Steller und seine Kollegen nehmen die Prozesse Worms 2 und 3 für Jochen Beer und Steven Gebhardt eine Wendung. Die Aussagen des Psychologen untermauern die Zweifel der Richter aus diesen Verfahren. Es war deshalb so schwer, weil wir natürlich anfangs auch davon überzeugt waren, dass an den Vorwürfen etwas dran sein muss. Dann feststellen mussten im Verlauf des Prozesses, dass wir uns offensichtlich geirrt hatten
und nun einen Weg finden mussten, anderen, auch Obergerichten, plausibel zu machen, dass wir uns geirrt hatten, noch aus dem laufenden Prozess heraus. Wir haben ja dann auch Versuche unternommen, Leute aus der Untersuchungshaft herauszunehmen. Das Oberlandesgericht hat die dann wieder reingeschickt. Also das war schon eine ganz schwierige Phase, sich selber einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und diesen Fehler anderen zu vermitteln.